unterschiedlichen Spritzensteuerungen finden wir hier unten. Hier können wir ebenfalls unsere einzelnen Sektionen bzw. Teilbreiten oder Einzeldüsen ein- und ausschalten. Ebenfalls finden wir hier auch die Randdüsen. Daneben die Erhöhung und Verminderung für die Geschwindigkeit von Tipp. Der virtuelle Schaltkasten bzw. die virtuelle Sektionsschaltung ist dafür entworfen, damit ich unterschiedliche Sektionen unterteilen, ein- und ausschalten kann. Das ist zum Beispiel wichtig bei einer Nesterbehandlung. Das kann ich mir aber auch ganz einfach hier verstellen. Ebenfalls die Ein- und Ausschaltzeiten, wenn ich vom Vorgewende in das Feld fahre.